Guten Abend, herzlich willkommen zu Talk 1. Ich möchte Ihnen auch heute wieder Menschen und Geschichten vorstellen, die uns diese Woche bewegt haben. Jean-Claude Juncker ist mein Gast, er war einer der mächtigsten Männer der EU. 2019, kurz vor Ausbruch der Pandemie, hat er das Amt des EU-Kommissionspräsidenten an Ursula von der Leyen übergeben. Wie schaut er jetzt auf die Arbeit der EU in Sachen Impfstoffbeschaffung und Verteilung? Wie viel ist da schiefgelaufen und was hält Jean-Claude Juncker von Alleingängen, wie zum Beispiel dem von Sebastian Kurz? Weil wir an Corona einfach nicht vorbeikommen und weil es heute viele wichtige Fragen zu klären gibt, freue ich mich sehr, dass die Virologin und Impfstoffexpertin Christina Nicolodi bei mir ist. Ich sage nur ein paar Stichwörter: Sputnik, AstraZeneca und Lockdown. Und sie ist in Krisenzeiten wie einer Pandemie ebenso wichtig wie die zahlreichen Expertinnen. Marietta Grafvogel ist Gebärdensprachdolmetscherin. Wir sprechen über ihre herausfordernde Arbeit, wie Gesten eigentlich entstehen und welcher Politiker eine Herausforderung darstellt zum Übersetzen. Schönen guten Abend. Mein erster Gast ist so etwas wie ein Urgestein der Europäischen Union, Jean-Claude Juncker. 4 Sprachen spricht er fließend: Luxemburgisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Der 66-Jährige berät nach wie vor die Granden der EU. Das Gespräch mit ihm habe ich aus Termingründen vor der Sendung geführt. Und ganz zu Beginn wollte ich einmal wissen, ob Herr Juncker in den letzten Monaten eigentlich froh war, dass er nicht mehr EU-Kommissionspräsident ist, oder ob er sich gedacht hat, verflixt doch einmal diese Pandemie, das wäre genau meine Herausforderung gewesen. Also ich war in den vergangenen 5 Jahren, während denen ich Kommissionspräsident war, eingedeckt gewesen mit allen möglichen Krisen und Erscheinungen. Ich brauchte diese Krise nicht, um krisenfest zu werden. Mhm. Also bin ich froh, dass ich damit nichts instrumental zu tun hatte. Mhm. Ich verstehe Sie. Sie haben schon gesagt, Sie haben sehr, sehr viele Krisen gemeistert in Ihrer Amtszeit und sehr, sehr viele Herausforderungen auch gehabt. Sie sind ein Fachmann auf diesem Gebiet. Deshalb würde ich gerne mit Ihnen auch über diese Krise der EU und auch die Impfstoffkrise, wenn man das so zusammenfassen darf, sprechen. Es ist ja definitiv keine leichte Aufgabe, vor der die EU da gestanden ist. Und Ursula von der Leyen, also ihre Nachfolgerin, hat eigentlich gesagt, diese EU-weite Impfstoffbeschaffung, das wird eine europäische Erfolgsgeschichte. Geworden ist es jetzt, sagen viele, dann ein bisschen ein Impfdesaster. Es sind uns sehr, sehr viele Länder weit voraus, was das Impfen anbelangt. Was ist denn da in der EU falsch gelaufen, Ihrer Meinung nach? Also ein Impfstoffdesaster ist das nicht. Wir sollten darüber froh sein, dass es uns in kurzer Zeit gelungen ist, Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Aber wir haben nicht Impfstoff genug gekriegt, entgegen den Vereinbarungen, die die Kommission mit den Herstellern getroffen hat. Aber ich kann das Desaster nicht richtig erkennen, weil bis Sommer, Anfang Herbst werden alle Europäer ein Angebot erhalten haben, um sie impfen zu lassen. Ich werde morgen früh geimpft. Ich bin also auch bei den Glücklichen. Aber ich bin deshalb bei den Glücklichen, weil ich alt genug bin, um mich zur Verfügung zu stellen. Ich fand es richtig von Ursula von der Leyen und von den 27 Mitgliedstaaten, die Kommission damit zu beauftragen, diesen Impfstoff zu bestellen. Hätten wir das nicht gemacht, wären ärmere Länder und kleinere Länder nicht leer ausgegangen, aber hätten, was ja jetzt teilweise auch passiert ist, nicht Impfstoff genug zur Verfügung gehabt. Insofern ist das kein Desaster, sondern es ist eine Impfkampagne mit Anlaufschwierigkeiten. Ja. Aber bis Ende Sommer werden alle, die es möchten, geimpft worden sein. Vielleicht kann ich dieses Desaster noch ein bisschen konkretisieren. Ich habe gemeint damit, dass uns andere Länder eben voraus sind, wie zum Beispiel Großbritannien oder die USA. Hat denn Europa zu wenig vielleicht auch aufs Geld geschaut, also zu wenig investiert in die Impfstoffe? Also das bedarf einer längeren Antwort. Oje. Die Europäische Union, ja, aber ich fasse mich kurz, bin auch der kurzen Antwort durchaus mächtig. Die Europäische Kommission wollte auf Nummer sicher gehen und hat deshalb alle gesundheitsrelevanten Garantien zur Kenntnis nehmen wollen, bevor der Impfstoff bestellt wurde. Andere haben das nicht gemacht. Die Briten haben per Eilverordnung Impfstoff bestellt. Das hat die Europäische Union nicht gemacht. Stellen Sie sich mal vor, es wäre so gekommen, wie es hätte kommen können, nämlich dass gravierende
kollaterale Schäden durch diese Impfung entstanden wären, dann wäre die Kommission kritisiert worden, dass sie Hals über Kopf bestellt hat. Nun hatten die Briten Glück, nicht, dass sie aus der Europäischen Union ausgetreten waren, sondern dass sie auf diese Garantie nicht gepocht haben. Die Europäische Kommission hat das, wie ich fand, aus gutem Grund so getan. Mhm. Und deshalb sind viele Kritiken, die da an die Adresse der Brüsseler Kommission sich richten, eigentlich von der Sache her nicht berechtigt. Dann gab es natürlich die Preisfrage. Normalerweise wird ja die Kommission, ich habe darunter sehr gelitten, auch an österreichischen Kritikanwürfen, die es immer wieder gab, dass die Kommission einfach so Geld ausgibt, ohne zu überprüfen, wo das Geld dann hingeht, ob das Geld auch per Anwendung den richtigen Zweck erreicht. Dann gibt es eine innere Bremse in der Kommission, weil man dauernd Angst hat, beschuldigt zu werden, das Geld zum Fenster rauszuschmeißen, ist die doppelte Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Und insofern muss die Kommission sehr darauf achten, dass Haushaltsmittel, das sind ja Steuergelder, nicht einfach so Freibier für alle über den Tisch geworfen werden. Also man sollte sich auch in Österreich manchmal zurückhalten mit dem Vorwurf, dass die Kommission oder die Europäische Union Geld verschwenden würde. Das tun sie nicht und haben das auch in diesem Fall nicht tun können, nicht tun wollen und auch nicht tun müssen. Mhm. Sie haben zuerst gesagt, die EU-Kommission hat wirklich darauf gewartet, dass diese Impfstoffe geprüft sind. Jetzt hat es heute ein Treffen der EMA gegeben zum Impfstoff AstraZeneca. Und da wurde gesagt, es gibt mögliche Zusammenhänge eben mit seltenen Thrombosen, aber es wird weiterhin eine uneingeschränkte Anwendung empfohlen. Hat denn dieser Impfstoff Ihrer Meinung nach noch eine Chance bei den Menschen? Vertrauen die Menschen noch in diesen Impfstoff? Also ich bin nicht Produzent dieses Impfstoffes und kann deshalb die Frage von deren Warte aus auch nicht beantworten. Aber ich habe eben in der Pressekonferenz der Europäischen Medikamentenagentur zugehört und dieselbe verfolgt und die EMA sagt, es kann weiter geimpft werden, dass es Nebenwirkungen schlimmster Art manchmal geben kann, hat die Agentur auch bestätigt, aber hat auf das Minimalste des Risikos hingewiesen. Mhm. Und so sehe ich das auch, aber ich bin nicht Arzt und nicht Kommissionspräsident, insofern kann ich mich diesem Willen nicht entgegenstellen, würde ich auch nicht tun, wenn ich noch Kommissionspräsident wäre, um weiterhin zu impfen. Ja. Womit werden denn Sie morgen geimpft? Mit diesem nicht von allen geliebten Impfstoff. Mit AstraZeneca? Heißt wie AstraZeneca, ja, ich behalte das. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht behalte im Kopf. Aber es wird damit sein, ja. Und Sie haben keine Sorgen vor möglichen Nebenwirkungen? Von Sonderbehandlungen darf es nicht. Ich mache das, weil alle das machen müssen. Man kriegt den Impfstoff, der zur Verfügung steht, und ich gehe morgen früh dahin und kriege den Impfstoff, der da ist. Und ich weiß, dass das dieses AstraZeneca ist. Und ich bin gegen Sonderbehandlung der sogenannten Prominenten. Ich bin, wenn es ums Impfen geht, gibt es keine Prominente. Wir sind alle Bürger der Europäischen Union. Insofern wird das gespritzt, was zur Verfügung steht. Mhm. Ich weiß, dass Sie Ihre Nachfolgerin Ursula von der Leyen nicht beurteilen wollen, Ihre Arbeit. Aber mich würde trotzdem interessieren, als Altpräsident, als ehemaliger Kommissionspräsident, wie hätten Sie denn diese ganze Impfstoffbeschaffung angelegt? Hätten Sie irgendetwas anders gemacht? Nein. Alles so wie Frau von der Leyen? Ich glaube nicht, dass Frau von der Leyen persönlich diese Impfbestellung aufgegeben hat. Das sind ja die Dienste der Kommission, die zuständigen Generaldirektoren und Fachbeamten. Man muss sich das nicht so vorstellen, dass Frau von der Leyen da von Tag 1 an sich um jede Dosis selbst gekümmert hätte. Aber sie hat das gut gemacht. Generell ist auch ihr kein Vorwurf zu machen. Mhm.
Die WHO hat vor kurzem auch Kritik geübt an der EU und hat gesagt, dieses Impftempo geht einfach viel zu langsam und es ist inakzeptabel langsam und könnte die Pandemie noch verschärfen. Was ist dem entgegenzuhalten oder ist dem überhaupt etwas entgegenzuhalten? Ja, ich weiß nicht, auf was die Weltgesundheitsorganisation sich beruft, aber dass der Impfanfang schleppend verlief, kann ja nicht abgestritten werden. Das hat aber nichts mit der Europäischen Union oder mit der Kommission oder mit von der Leyen zu tun. Das hat damit zu tun, dass die angesagten und verabredeten Mengen nicht fristgerecht geliefert werden konnten. Aber dass das zu langsam ging, stimmt. Aber wenn die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, bestellt hätte, wäre das nicht anders gelaufen, als es gelaufen ist. Wir sind jetzt am Beginn oder schon mittendrin in der dritten Welle. Jedes Land löst das auf seine Art, wie man mit dieser dritten Welle umgeht. Ist das klug? Also es gibt ausgeprägte regionale Unterschiede, was den Krankheitsverlauf anbelangt und die Zahl der betroffenen Personen. Sehr unterschiedliche Inzidenzzahlen werden von überall her gemeldet. Ein einheitliches Vorgehen auf gesamteuropäischer Ebene war eigentlich nicht angesagt und nicht denkbar. Der einzige Fehler, der passiert ist, ist, dass am Anfang der Impfbestellung der Eindruck erweckt wurde, auch von den 27 Regierungen, dass jetzt eine große Stunde Europas geschlagen hätte, weil wir den Impfstoff zur Verfügung hatten. Wir hatten ihn nicht in genügendem Maße zur Verfügung. Da sind also Hoffnungen geschürt worden, die sich als trügerisch herausgestellt haben. Aber jetzt läuft die Impfkampagne mit zunehmendem Tempo in allen Ländern der Europäischen Union, sodass ich, um mich zu wiederholen, noch einmal gerne wiederhole, dass bis Herbst, Sommerende, Anfang Herbst, alle diejenigen, die geimpft werden möchten, auch geimpft sein werden. Ja, wir sprechen gleich weiter, nämlich über den russischen Impfstoff Sputnik, die Alleingänge von Bundeskanzler Kurz und auch darüber, wie es Jean-Claude Juncker mit dem Social Distancing geht. Er ist ja bekannt dafür, dass er Leute gerne mal abbusselt, umarmt und auch tätschelt. Vorher möchte ich aber die letzte Aussage von Jean-Claude Juncker anschließen, nämlich mit Christina Nicolodi. Frau Nicolodi, Sie sind Virologin und Impfstoffexpertin. Jetzt meint Jean-Claude Juncker, dass bis zum Herbst alle Menschen in der EU, die wollen, geimpft sind. Sind Sie da auch so optimistisch? Ich bin optimistisch, dass die Menschen, die geimpft werden möchten, bis zum Herbst, ja, und sagen wir bis zum Ende des dritten Quartales, die zumindest die erste Teilimpfung erhalten werden. Mhm. Dass es bis zum Herbst sich ausgehen würde, sie alle durchzuimpfen mit beiden Teilimpfungen, halte ich für ambitioniert. Mhm. Sprechen wir über dieses große Thema AstraZeneca. Heute hat es eben die Entscheidung der EMA gegeben. Ich sage es nochmal ganz kurz, EMA hält weiter an AstraZeneca fest. Jetzt ist es allerdings so, dass jedes Land schon wieder so sein eigenes Süppchen kocht. Großbritannien hat gemeldet, dass sie die Impfungen für unter 30-Jährige stoppen. Sollte dann nicht wirklich doch Europa mit einer Sprache sprechen? Das sorgt doch nur für Verunsicherung unter den Ländern, oder? Absolut, sehe ich genauso. Leider Gottes fällt das aber tatsächlich in die Zuständigkeit der nationalen Gremien und die treffen dann auch tatsächlich ihre individuellen Entscheidungen. Mhm. Anhand der Daten, die die EMA bis jetzt offengelegt hat und die auch da sind, ist es auch relativ schwierig, noch tatsächlich abzuschätzen, welche Personen die Risikogruppen tatsächlich ist. Man hat gesehen, dass die meisten Fällen hauptsächlich in Damen unter 60 Jahren aufgetreten sind. Aber man weiß noch nicht, welche Faktoren noch tatsächlich da hineinspielen könnten. Es könnte natürlich auch der Hormonstatus sein. Trifft es denn tatsächlich wirklich Frauen in dieser Altersgruppe? Könnten das auch jene sein, die schon von vornherein ein erhöhtes Thromboserisiko haben zum Beispiel? Das ist noch nicht klar. In Österreich wird weiter festgehalten am Impfplan. Wie sicher oder was kann man denn jetzt vor allem Frauen, die verunsichert sind, sagen? Wie sicher ist denn dieser Impfstoff jetzt? Im Vergleich, also man hat von diesen Hirnvenenthrombosen, die man gehört hat, das sind europaweit in etwa 60 Fälle aufgetreten in 25 Millionen verimpften Dosen. Mhm. Das ist relativ wenig. Ja. Wir haben generell eine Inzidenz von 4 bis 5 Fälle auf 1 Million, die spontan in der Bevölkerung auftreten. Das liegt noch bei weitem drunter. Nichtsdestotrotz treten sie auf. Nichtsdestotrotz wurde festgestellt, dass ein zeitlicher und auch ein Zusammenhang mit dem Impfstoff getroffen werden könnte. Mhm. Deshalb ist die Verunsicherung nachvollziehbar. Ich kann nur betonen, dass es wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht einer Risikogruppe angehört, sich auch zusammen mit seinem Arzt abklären lässt, ob das tatsächlich der Fall ist, und dann sich für oder gegen die Impfung entscheidet.
Gibt es denn so Anzeichen, wo man jetzt drauf schauen kann, wenn man geimpft wird mit AstraZeneca, was könnten denn Hinweise auf seine Thrombose sein? Das sind zum Beispiel Schwellungen in den Extremitäten, vor allem in den Beinen, Schmerzen im Bauch, im Abdomen könnten einer der Hinweise sein, auch spontan auftretender Kopfschmerz und wir sagen auch von Petechien, das heißt spontane Einblutungen, wie zum Beispiel im Mund-Rachenraum oder an der Einstichstelle. Aber einen bestimmten Tag nach der Impfung? Oder? Die Nebenwirkungen sind innerhalb der ersten 14 Tage, ersten 10 Tage, soweit ich mich erinnern kann, aufgetreten. Mhm. Wir sind in der dritten Welle. Können wir denn diese dritte Welle mit den Maßnahmen, die derzeit in Österreich ergriffen werden, noch aufhalten? Wir sind bereits in der dritten Welle, das heißt aufhalten, nein, okay. Einbremsen. Ja. Die Maßnahmen sind vor allem dazu da, um die Pandemie oder zumindest auch dieser Spread des Virus in einer gewissen Art und Weise zu bremsen. Es lässt sich nicht aufhalten, solange nicht die breite Bevölkerung tatsächlich durchgeimpft ist. Mhm. Das muss man tatsächlich feststellen. Was uns Virologen am meisten Sorgen macht, ist, dass der Virus sich weiter verändern könnte, dass er neue Varianten schafft, wo auch tatsächlich die Impfstoffe sehr schlecht bis gar nicht mehr wirken könnten. Was kann man dagegen machen? Die Maßnahmen einhalten, ja. Das ist momentan das, was man tun kann. Ich habe gemeint bei den Impfstoffen, wie kann man die auf diese Mutationen anpassen? Das geschieht, indem man einen Änderungsantrag stellt, also das geht relativ rasch. Da gibt es auch hier Systeme dahinter, die das möglich machen. Man muss nicht eine Neuzulassung beantragen, sondern man beantragt die Abänderung der bestehenden Zulassung. Das geht dann relativ rasch, in 3 bis 4 Monate, wirklich vom Beginn der Produktion bis zur Auslieferung und zur Genehmigung. Jedoch muss man auch da vorausschicken, ist eine Abänderung der Zulassung bedeutet, dass ich dann den alten Impfstoff oder den Impfstoff mit der alten Variante nicht mehr produzieren darf. Und das ist genau hier, wo sich die Katze ein bisschen in den Schwanz beißt, weil wir momentan noch darauf hinarbeiten, dass wir die Bevölkerung durchimpfen lassen. Ich sage auf die Wuhan, auf die ursprüngliche, die originale Variante und erst dann tatsächlich die Abänderung machen können, um die neue Variante zu verimpfen. Mhm. Frau Grafvogel, Sie haben in den letzten Monaten sehr viele solche Gespräche übersetzt. Sie sind nämlich Gebärdensprachdolmetscherin seit 2013. Ihr Mann ist gehörlos, ja. Und Ihre 2 Kinder sind zweisprachig aufgewachsen. Genau. Wie ist denn das bei Ihnen zu Hause? Wann wird gebärdet und wann wird in Lautsprache gesprochen? Also gebärdet wird immer dann, wenn wir gemeinsam in der Familie sind. Wenn ich mit meinen Töchtern jetzt alleine zu Hause bin, dann sprechen wir natürlich lautsprachlich. Mhm. Am Mittagstisch ist klar, dass wir gebärden, weil ja sonst mein Mann, der Papa, sozusagen unsere Gespräche ja nicht hören würde. Mhm. Okay, verstehe. Also nicht so, wie wenn man Dialekt spricht, wenn man dann wütend ist, dass man dann plötzlich im Dialekt zum Sprechen anfängt. Also. Das kann schon sein, wenn man wütend ist, dass man dann mitspricht vielleicht. Aber das macht in dem Fall keinen Unterschied. Ja, verstehe. Sie übersetzen seit Beginn der Corona-Krise hauptsächlich die Regierungsmitglieder bei den Pressekonferenzen. Da können wir uns einmal ganz kurz anschauen, wie denn so Ihre Arbeit im täglichen Leben ausschaut. Vielen Dank an den Koalitionspartner, aber insbesondere auch an die Sozialpartner für das gute Miteinander in dieser Frage. Ja, danke auch. Danke vor allem für Ihr Interesse am Sonntagnachmittag. Danke für die Teilnahme des doch sehr kurzfristig einberufenen Gipfelgesprächs hier, des runden Tisches. Und man kann eigentlich jetzt schon nach einem halben Jahr zurückblickend den Dank noch einmal verstärken an die Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpartner. Ja, also wer oder was stellt Sie denn bei diesen Übersetzungen vor die größte Herausforderung? Also eine sehr große Herausforderung ist Werner Kogler. Nicht inhaltlich, sondern weil seine Spezialität ist, sehr verschachtelt Sätze zu produzieren. Mhm. Was für uns sehr schwierig ist, weil die Gebärdensprache einer anderen grammatikalischen Struktur folgt als die deutsche Lautsprache. Mhm. Und wir somit also eigentlich immer einen Timelag von ungefähr 5 Sekunden haben, um abschätzen zu können oder zu hören, wie denn der Satz fertig geht, okay. Damit wir die richtige grammatikalische Struktur verwenden können. Das Problem ist aber bei Schachtelsätzen, dass die sehr langwierig ausgeführt werden und ja, da muss man dann halt so ein bisschen auch ins Deutsche sozusagen gebärden, dass man die Inhalte dann auch wirklich rüberbringen kann. Das letzte Jahr war für uns alle sehr herausfordernd. Wir haben sehr viele neue Begriffe gelernt. Wie funktioniert denn das bei der Gebärdensprache? Wer entscheidet denn,
wie etwas gebärdet wird, ein neuer Begriff wie, ich weiß nicht, Coronavirus oder was gibt es denn da noch alles für Sachen? Wie funktioniert das? Also wir Dolmetscherinnen sind auf den Kontakten, auf die Gebärden aus der gehörlosen Community angewiesen. Mhm. In Zeiten der sozialen Medien geht es halt relativ schnell. Also das Coronavirus gab es relativ schnell als Gebärde via Video zu finden. Mhm. Und also unsere Aufgabe als Dolmetscherinnen ist, den Kontakt zur gehörlosen Community zu pflegen, weil von da die Gebärden kommen. Okay. Also wir erfinden keine Gebärden, weil das nicht unsere Sprache ist. Das ist die Sprache der gehörlosen Community und auf die müssen wir uns verlassen. Mhm. Wie viele Sprachen gibt es denn eigentlich? Also es gibt in Österreich mal 9 verschiedene Dialekte natürlich. Dann gibt es natürlich auch noch regionale Unterschiede. Man kann das alles vergleichen mit der Lautsprache. Es gibt, jedes Land hat seine landestypische Gebärdensprache. Es gibt nicht eine Gebärdensprache, die universell ist. Das ist immer so die Standardfrage. Mhm. Wie jetzt österreichische Gebärdensprache? Mhm. Gibt es da andere auch noch? Also es wäre doch viel praktischer, wenn es nur eine gäbe. Ja. Und meine Standardantwort ist, mittlerweile wäre praktisch, wenn wir alle Englisch reden würden. So ist es halt nicht. Mhm. Also Gebärdensprachen haben sich natürlich entwickelt, genauso wie das Lautsprachen gemacht haben. Und dadurch gibt es auch diese verschiedenen Varianten. Wie groß also ist eigentlich dieses Problem jetzt in der Pandemie mit der Maske? Weil ich glaube, es geht ja auch sehr viel über Mimik, oder? Genau, die Mimik ist ein Teil der Grammatik natürlich. Mhm. Ich kann das nur quasi weitertragen aus der Community, weil ich ja nicht gehörlos bin. Mhm. Ich habe gehört, dass es für schwerhörige Personen schwieriger ist, weil die schon noch so ein bisschen auch auf das Hören fokussiert sind. Mhm. Und wir wissen ja alle, wenn man eine Maske trägt, hört man ja schlechter. Das Gegenüber schlechter einfach. Genau, plus eben die Mimik fällt weg, da weiß man dann oft nicht, okay, ist das jetzt irgendwie nur ein Lächeln dabei oder nicht? Das sagt ja auch oft viel aus. Auf der anderen Seite sind viele Leute mutiger geworden und haben einfach angefangen, auch Dinge zu zeigen, hinzuzeigen, ihren Körper ein bisschen zu öffnen und zu gestikulieren. Mhm. Gibt beides. Mhm, okay. Ich glaube, Virologinnen haben Sie auch für eine große Herausforderung gestellt, nehme ich einmal an, weil ich mit Frau Nicolode jetzt gerne über Sputnik V sprechen würde. Wie gebärdet man Sputnik? Das würde ich buchstabieren. Ah, okay. Also gibt es jetzt keine Gebärde. Mhm. Noch. Kann man auch buchstabieren. Noch, genau. Okay, wird vielleicht noch kommen. Frau Nicolodi, dieser russische Impfstoff Sputnik ist in 56 Ländern schon zugelassen und Bundeskanzler Kurz möchte eben für Österreich Sputnik anschaffen und er hat gemeint, die Verhandlungen mit Sputnik seien in den letzten Zügen. Soll denn dieser Impfstoff, der von der EMA noch nicht genehmigt ist, für Österreich angeschafft werden? Das ist eine der offenen Fragen, die noch unbeantwortet ist. Möchte der Bundeskanzler, möchte die Regierung darauf warten, wird es jetzt angeschafft und trotzdem gewartet, bis die Europäische Kommission letztendlich die Lizenz ausspricht? Oder ist es geplant, tatsächlich in Österreich einen Alleingang zu machen, einen nationalen Alleingang? Das ist noch offen. Aber noch weiß man so wenig über diesen Impfstoff oder wissen Sie mehr, wie sicher ist er? Das weiß ich nur aus den Publikationen, so wie die anderen Wissenschaftler. Mhm. Die Daten sind auch für andere leider Gottes während eines laufenden Zulassungsprozesses nicht einsichtig. Die unterliegen der Geheimhaltungspflicht. Erst nach der Zulassung ist es tatsächlich möglich, dass ich sie einsehen kann. Mhm. Ich kann Ihnen berichten, was in den Publikationen steht. Das heißt, er solle in etwa eine 90-prozentige Wirksamkeit haben. Die Antikörperdichte sollen sehr hoch sein. Mhm. Zeigt auch eine Wirksamkeit gegen die britische Variante, aber bereits auch Einschränkungen gegen andere wie die südafrikanische oder die brasilianische Variante. Mhm. Okay. Über Sputnik habe ich eben auch mit Jean-Claude Juncker gesprochen und von ihm wollte ich wissen, ob die EU Sputnik-Impfdosen aus Russland kaufen soll. Wenn Sputnik von der Europäischen Medikamentenagentur der EMA getestet sein wird, dann sollten wir auch diesen Impfstoff beziehen. Mhm. Der Virus kennt keine Grenzen und wirksamer Impfstoff, egal wo er herkommt, sollte eingesetzt werden, falls er zur Verfügung steht. Ich beteilige mich nicht an diesem Spielchen, weil der Covid-19 ist kein Spielchen, das darin besteht, zu sagen, weil der Impfstoff aus Russland kommt, möchten wir den nicht. Wir sind nicht auf die Russen angewiesen, aber wären wir es, würde ich sehr eindringlich empfehlen, diesen Impfstoff sofort zu beziehen. Ich bin im Übrigen der Meinung, falls alles stimmt, garantienmäßig mit diesem russischen Sputnik-Impfstoff, dass wir den auch beziehen sollten. Ja.
In 56 Ländern ist er ja schon zugelassen, in der Europäischen Union noch nicht. Jetzt hat Österreichs Bundeskanzler Kurz gesagt, er möchte den Impfstoff schon mal kaufen. Er war auch in Israel und hat dort über mögliche Kooperationen gesprochen. Was halten Sie denn persönlich von solchen Alleingängen mancher Länder? Ja, ich habe mich, als mein Freund Sebastian Kurz nach Jerusalem flog, eigentlich gewundert, dass er dies tut, weil das kam mir vor wie ein Ausscheren aus der kollektiven Disziplin der Europäischen Union. Aber bei Nachbetrachtung habe ich dem eigentlich nichts an Kritik beizubringen. Er hat sich bemüht, Impfstoff für die Österreicher zu besorgen, und ich kann ihn deshalb nicht kritisieren. Also Sie sehen das nicht so als falschen Nationalismus? Also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich den Vorwurf des Nationalismus erhebe oder Impfnationalismus. Nein, das sehe ich nicht so, weil er hat getan, was er dachte, von seiner Warte als Bundeskanzler aus betrachtet, was er tun sollte. Und darüber regt auch niemand sich echt auf, weil das war ja kein österreichischer Alleingang, um Sie zu zitieren. Es hat mehrere gegeben, die sich um Impfstoffbeschaffung außerhalb des Programmes der Europäischen Union bemüht hat. Das stimmt. Die Dänen waren auch dabei. Herr Juncker, ich möchte Sie noch einmal ganz kurz mitnehmen, und zwar zu Ihrer Abschiedsrede im Europäischen Parlament ins Jahr 2019. Wir können uns das kurz einmal anschauen. Ich scheide aus dem Amt, nicht betrübt, auch nicht übermäßig glücklich, aber im Gefühl, mich redlich bemüht zu haben. Prenez soin de l'Europe. Passen Sie auf Europa auf und bekämpfen Sie den dummen Nationalismus. Vive l'Europe! Ja, es lebe Europa. Hat man denn genug auf Ihr Europa aufgepasst in der Zwischenzeit? Ach, wenn man aus dem Amt geschieden ist, sollte man sich hüten, Nachfolgern Empfehlungen öffentlich zu überreichen. Ich habe ein Prinzip, ich kritisiere nie meine Vorgänger und auch nicht meine Nachfolger, weil ich war immer Vorgänger und immer Nachfolger aus Schutz vor übertriebener Kritik beurteile ich das, was Nachfolger machen, selten. Es sei denn, es herrschte höchste Not, die gab es bisher nicht. Ich kann nicht erkennen, wo die jetzige Kommission nicht adäquat auf die Krise reagiert hätte, wobei ich bemängle, aber das ist nicht Sache und Verschulden der Kommission, dass die Entscheidungsprozesse sehr langwierig sind, dass überflüssigerweise sehr oft gestritten wird, manchmal auch um kleinste Beträge, aber insgesamt unter dem Strich wurden die wichtigsten Dinge richtig gemacht. Ja. Aber wie wird Europa Ihrer Meinung nach aus dieser Krise hervorgehen? Gestärkt oder eher zerstört? Nein, ich glaube, nein, sage ich auf Ihren Hinweis hin, dass Europa zerstört aus der Krise hervorgehen wird. Ich glaube, Europa geht gestärkt aus dieser Krise hervor, was aber nicht Sinn und Zweck der laufenden Geschäfte zurzeit ist. Wieso sage ich, dass Europa gestärkt aus dieser Krise herausfinden wird? Ich sage das deshalb, weil die Menschen in Europa, die Bürger, um die geht es ja, gemerkt haben, dass wenn jeder Staat in seiner Ecke sein eigenes Covid-Süppchen kocht, dass es dann zu sehr widersprüchlichen Entscheidungen kommt und sich auch entscheidungshemmend auswirkt. Wir haben zu Anfang der Covid-Krise im März vergangenen Jahres erlebt, dass vielerorts in Europa die Grenzen ohne Grund, wie ich finde, geschlossen, wenn nicht zugenagelt wurden. Da haben die Menschen, vor allem in den Grenzregionen, Luxemburg ist ja per Definition, haben immer Grenzregionen gemerkt, dass wenn Länder nicht, die EU-Länder nicht, eine Politik aus einem Guss entwerfen, dass dann Schrott entsteht. Mhm. Herr Juncker, jetzt haben wir so viel über ernste Themen gesprochen. Jetzt würde ich gern noch etwas ansprechen, das Ihren Charakter betrifft, weil Sie sind ja ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Und Sie sind in Ihrer Amtszeit und auch jetzt noch tatsächlich zu einer Kultfigur auch aufgestiegen, durch Ihren Charakter und durch Ihre Art, wie Sie auf Menschen zugehen. Und da können wir uns auch noch ein kleines Filmchen anschauen. Diktator.
Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, und ich hoffe, Sie erlauben mir, dass ich das sage, Herr Juncker, es ist wunderschön, wie Sie in diesen etwas verstaubten Politikalltag so viel Lachen hineingebracht haben. Deswegen, wie geht es Ihnen denn jetzt persönlich mit dieser Corona-Krise, mit dem Social Distancing, einfach keinen Körperkontakt mehr mit anderen Menschen? Also ich habe jetzt eben bei dem kleinen Filmchen, das Sie gezeigt haben, gemerkt, dass österreichische Bundeskanzler nicht küssen können. Es drängt mich auch nicht danach, mein Freund Sebastian zu küssen, aber ich habe mich nie verstellen wollen. Wenn ich gut gelaunt bin, bin ich gut gelaunt. Wenn ich schlecht gelaunt bin, zeige ich das nicht immer, aber habe das immer öfter gezeigt während meiner Amtszeit. Wieso soll ich nicht derjenige sein dürfen, der ich war und bin, nur weil ich Kommissionspräsident geworden bin? Wieso muss ich mich da der Etikette und dem Protokoll unterwerfen? Das musste ich eh genug tun. Insofern habe ich mich so gezeigt, wie ich bin. Wobei die gezeigten Bilder immer eine eigene Geschichte haben. Mhm. Orban habe ich nicht mutwillig geohrfeigt, sondern ich habe ihn seit Jahren als Diktator, auch im persönlichen Gespräch, bezeichnet, was er sehr verständnisvoll aufgenommen hat. Die stellvertretende Protokollchefin, der ich durch die Haare gefahren bin, hat damit zu tun, dass das Zugluftgang am Eingang des Europäischen Ratsgebäudes und ihre Haare waren durcheinander und dann habe ich die wieder geordnet. Das hat dazu geführt, dass dieses Bild in Schweden dauernd herumgereicht wird im Fernsehen und die Frau arbeitet seit 20 Jahren in der Kommission, sie war zum ersten Mal im Fernsehen. Ich habe das also gemacht, um ihre Haare in Ordnung zu bringen und nicht, um der macho-mäßig da Frauen entgegenzutreten, wie die britische Presse vermutet hat. Die hat vieles über mich vermutet, was keinen Wahrheitsgehalt hatte. Das heißt, Sie sehnen das Ende des Social Distancing herbei? Also, ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass ich die Zeit nicht mag, in der wir leben, weil ich muss, wenn ich Reden halte, das mache ich jetzt über Video oder Videokonferenz, dann sehe ich die Leute meistens nicht und ich spüre sie nicht. Ich rieche den Saal nicht, zu dem ich spreche. Mhm. Ich brauche auch Körperkontakt. Ja. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in einem Interview, ich weiß nicht mehr wieso und weshalb, gesagt, dass ich nicht gerne im Gefängnis landen würde, weil es dort keine Berührung gibt. Menschen brauchen Berührung, Nähe, Zärtlichkeit, manchmal auch Liebe. Und daran fehlt es zurzeit. Aber es kommt alles wieder. Das wollen wir hoffen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich hätte Sie auch lieber da im Studio. Hätte Sie auch lieber gern persönlich kennengelernt, als so über dieses unpersönliche Schaltungsgefäß. Herr Juncker, Sie haben... Aber ich hätte Ihnen nicht die Haare geordnet. Ja, das hat die Maske gemacht vorher. Herr Juncker, Sie haben in Ihrer Abschiedsrede... Sie haben in Ihrer Abschiedsrede zuerst gesagt, Sie verlassen den Posten nicht sehr glücklich. Sind Sie denn jetzt glücklich? Nein, ich bin nicht unglücklicher, als ich an dem Tag war. Wenn man Kommissionspräsident war während 5 schwieriger Jahre, dann bedauert man trotzdem, dass man weggeht. Aber ich wollte das. Das ist ja so, ich habe mich ja nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Aber ich habe auch gesagt, dass ich nicht betrübt aus dem Amt scheiden würde, weil ich mich doch während dieser 5 Jahre, die gingen wie im Schnellflug, bemüht habe. Und manchmal denke ich mir, nicht jetzt in Bezug auf Nachfolge und so, wenn alle, die über Europa reden, ich meine damit auch die Regierungschefs, sich so bemüht hätten wie ich, dann wäre es um Europa besser gestellt. Herr Juncker, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für Ihren morgigen Impftermin. Ja, ich werde Sie informieren, wenn etwas schief geht. Ja, ich... Das geht aber nicht schief. Das glaube ich auch. Alle sollen sich impfen lassen. Bitte.
Viele sollen sich impfen lassen. Frau Grafvogel, man muss wahrscheinlich als Gebärdensprachdolmetscherin auch empathisch sein und auf den Charakter eines Menschen eingehen. Wie würden Sie denn das bei Jean-Claude Juncker anlegen? Also ich glaube, ich habe ihn die ganze Zeit beobachtet und die Mimik, die er hat, ist sehr kontrolliert, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber das, was er sagt und wie er sagt, ist sehr emotional. Und ich würde, glaube ich, mit einem Lächeln ihn dolmetschen, weil da so viel Sympathie einfach dabei ist, dass man da gar nicht die Mimik, die er eigentlich gezeigt hat, zeigen kann. Ihre Arbeit ist jetzt nicht nur auf das Übersetzen von Politikern oder Virologinnen beschränkt, sondern Sie sind in ganz vielen Bereichen tätig. Unter anderem gehen Sie ja auch zum Beispiel in Arztpraxen mit. Genau. Wie ist denn das in Corona-Zeiten, wenn man dann auch die Maske herunternimmt, wahrscheinlich um zu gebärden? Wie gehen Sie mit diesem Risiko auch um? Also ich muss sagen, es war eine Zeit lang schon sehr, also es war so wie ein kleiner Nervenkitzel eigentlich, weil man ja trotzdem nicht weiß, ob man jetzt angesteckt wird oder nicht. Und es ist aber mit Maske zu gebärden, finde ich, eigentlich keine Option. Es gab ein paar Kunden, die gesagt haben, lass die Maske oben, ich verstehe die trotzdem. Aber das Mundbild und die Mimik sind einfach Teil der Gebärdensprache und braucht man dadurch einfach. Es ist dann auch so, dass eine ganz liebe Kollegin da aktiv geworden ist und auch sich da engagiert hat, dass wir früher geimpft werden. Und also alle, die wollten, konnten bereits die erste Teilimpfung bekommen. Mhm. Sind Sie schon geimpft, darf ich fragen? Oder? Ja, also okay, die erste Teilimpfung haben Sie schon bekommen. Es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Job, den Sie machen, aber man muss auch sagen, Gebärdensprachdolmetscher gibt es einfach in Österreich viel zu wenig. Ja. Ist denn dieses Problem jetzt durch die Corona-Pandemie wirklich sichtbar geworden? Ich finde, dass wir als Dolmetscherinnen sichtbarer geworden sind, was mich natürlich sehr freut. Was mich noch mehr freuen würde, ist, wenn es noch viel breiter ausgestrahlt werden würde. Ja. Definiere ich jetzt auch hier. Das nehme ich gerne mit. Und auch nicht auf einem Nebensender, sondern wirklich im Hauptprogramm. Ich glaube, wenn Leute das sehen würden, würden noch viel mehr auf die Idee kommen, den Beruf zu ergreifen. Die Gehörlosen-Community ist keine laute Community. Mhm. Es liegt quasi in der Sache. Mhm. Und also ich kenne viele Kolleginnen, die aufgrund einer schon pensionierten Dolmetscherin den Beruf ergriffen, weil die damals immer am Sonntag die Wochenschau gedolmetscht hat und das so fasziniert hat, dass einige dadurch zum Beruf gekommen sind. Mhm. Und das wäre halt schön, wenn sie das noch vergrößern würde, das Spektrum. Ja, definitiv. Frau Nicolodi, darf ich Sie noch fragen? Wir haben zuerst schon darüber gesprochen, über die Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel im Osten ergriffen worden sind. Sieht man denn schon Erfolge von diesen Maßnahmen? Man sieht, dass die Zahlen sich zumindest nicht mehr in dieser Schnelle erhöhen, wie es davor der Fall war. Ich habe immer dazu gesagt, dass jeder Tag, den man versucht, sich etwas einzuschränken, ein Tag ist, auf dem man ein bisschen mehr auf der Bremse steigt, um dann tatsächlich auch verhindern, dass zumindest das Gesundheitssystem wieder überlastet wird und aber auch, dass man den Virus den Raum nimmt, sich rasch und schnell weiter zu verbreiten und zu verändern. Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, nehmen wir an, es wird so sein, dass tatsächlich im Sommer jeder, der möchte, zumindest eine Impfung hat. Wie wird es denn dann im Herbst weitergehen? Besteht da die Möglichkeit, dass das wieder alles von vorn losgeht mit vierter Welle und wieder mit Lockdown? Ja, das muss ich leider dazu sagen. Das könnte der Fall sein. Ich gehe auch davon aus, dass das der Fall sein wird. Das Coronavirus ist zwar ein sehr stabiles Virus, nichtsdestotrotz verändert es sich und es ist auch ein respiratorisches, das sich eben auch gern in den kühleren und trockenen Tagen vermehrt und dann auch verändert. Mhm. Ich glaube, wir müssen damit leben, dass wir, wenn wir alle uns dafür entscheiden, uns durchimpfen zu lassen, tatsächlich dann zumindest in regelmäßigen Abständen wieder impfen lassen werden müssen. Mhm. Ich wollte eigentlich mit ein bisschen was Positivem enden. Diese Sendung ist mir nicht ganz gelungen. Aber ist es vielleicht dann so, dass man sagen kann, es wird nicht ganz so schlimm, wie es jetzt ist, diese dritte Welle? Davon gehe ich definitiv aus. Man sieht ja auch jetzt schon, besonders auch in den Pflegeheimen, dass die Maßnahmen greifen und dass die Impfungen auch greifen und die Menschen dort weniger erkranken und das Risiko auch sinkt. Das wird auch bei uns so sein. Und ich bin zuversichtlich, dass wir relativ rasch wieder eine gewisse Art der Normalität zurückbekommen werden und dass wir enger zusammenrücken und
gemeinsam den Weg durch die Pandemie durchkämpfen werden. Aber gewisse Dinge werden uns bleiben, wie eben das Impfen lassen müssen. Frau Nicolodi, vielen herzlichen Dank, dass Sie im Studio waren. Vielen Dank, Frau Grafvogel, für diese interessanten Einblicke. Ja, das war's von Talk 1. Nächste Woche sind wir dann wieder mit den Menschen der Woche für Sie da. Feedback, wenn Sie haben, gerne an talk1.orf.at. Haben Sie jetzt noch einen schönen Abend mit dem Programm von ORF1. Auf Wiedersehen.